Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier mit dem Spiel Gunsmith Simulator. Ich habe in den letzten Tagen mal Rise of Gun gemacht, allerdings Polygon-Grafik, aber es ist so ähnlich wahrscheinlich wie dieses hier, wobei das natürlich schon von der Grafik um einiges mehr reinhaut. Und ich freue mich jetzt halt auch schon, hier mal ein neues Spiel anzufangen. Ich springe ja wieder mal ins eiskalte Wasser, also ich habe keinen Plan, was mich erwartet. Aber es soll sehr viel detailreicher sein als ähnliche Spiele. Und im Zweifelsfall kannst du T drücken, um Hilfe für die aktuelle Aufgabe zu erhalten. Ah, okay. Kann ich das auch weiterschalten? Ah ja. CQB bietet einen Zerstörungsbereich, einen Zeitlauf und einen Schießstand für bewegliche Ziele. Du kannst deine eigenen Waffen jederzeit umbauen. Um eine Waffe zu beschaffen, musst du sie bei einer Auktion gewinnen. Aha. Wenn du dich mit einer Waffe langweilst, die du bei einer Auktion gekauft hast, kannst du sie zum Verkauf anbieten. Wenn sie in einem besseren Zustand ist, erzielt sie vielleicht einen höheren Preis. Na wunderbar. Und wann geht's jetzt los? Zu viel Geld? Naja. Es ist anscheinend ein etwas längerer Ladebildschirm. Auf Escape oder sowas geht nicht. Ich kann jedenfalls hier diese Tipps umschalten. Das funktioniert. Naja, warten wir halt immer kurz. Jawohl, wir sind tatsächlich da. Level 1 E-Mail-Überprüfung. Sie haben die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erwerben. E-Mail, da. E-Mail, das ist dein Computer. Du kannst nach neuen Aufträgen suchen und online kaufen und verkaufen. Okay, mit Linksklick geht es. Wir haben eine E-Mail. Willkommen in der Werkstatt von Larry Terria. Mein geliebter Enkelsohn, ich möchte mit dir über die Waffenschmiedewerkstatt sprechen, die du von mir bekommen hast. Wie sieht's aus? Ich würde dir gern helfen und mein Wissen über Waffen mit dir teilen. Ich bin mir sicher, dass du dich damit auskennst, aber es gibt leichte und schwere Waffen zu reparieren und zu testen. Und einige davon können wirklich unangenehm sein. Trotzdem glaube ich an dich. Schau dir meine Pistole an, die ich dir über die Waffenschmiedeleistungen geschickt habe. Die Waffenschmiedeleistungen, okay. Du kannst sie hier per E-Mail annehmen, da diese Dienste miteinander kooperieren. Es ist eine einfache Colt M1911, die ich schon lange besitze. Sie muss aufgefrischt werden, das ist klar. Es gibt auch eine Anleitung dafür. Viel Glück, beste Wünsche, Larry. Okay. Schafft Nachrüstung. Repariere die Waffe. Okay. So, Vertragsbeschreibung. Du musst den Colt M1911 säubern und einen Laseraufsatz anbringen. To-do, neu konfigurieren, reparieren, anpassen, optional Testbetrieb ins Feld bringen. Okay. Was mache ich hier? Büchsenmacher Dienstleistungen. Haben sie ein richtiges Impressum hier mit reingemacht, aber das kann man hier nicht anklicken. Ist in Ordnung. Aktuelle Aufträge. Was mache ich jetzt über uns? Geschichte. Keine Jobs über uns. Einer der ersten Online-Waffen-Services. Okay, schauen wir mal. Büchsenmacherdienste. Schaft und Lauf. Ah, da kann man dann Einzelteile kaufen. Ja, hallo. Das ist mal hier ein umfangreiches Dingsy. Nachrüstungen. Taschenlampen, Handfeuerwaffen, Laser, Wahnsinn. Auktionen, da kann man dann eben Gewehre und Pistolen und sowas. Okay, gut, gehen wir mal raus. Packe den Koffer aus, um an der Waffe zu arbeiten. Okay, Koffer mit Linksklick. Arbeite an Großvaters Colt, jo. Ja, jetzt nicht durchladen, hallo. So, Colt M1911, eine halbautomatische Pistole, die in ihrer Grundkonstruktion das Prinzip des kurzen Rückstoßes nutzt. Entwickelt im Jahr 1911 von John Browning. Dank ihrer einfachen Konstruktion weithin kopiert. Es wird angenommen, dass der Colt die beste Kurzwaffe ihrer Zeit war. Okay. Kann ich da irgendwas machen? Arbeit beginnen? Okay, da muss ich hin. Alles klar.
Klicke, um den Montagetisch zu arbeiten. Ah ja, okay. Einige Waffen können modifiziert werden, indem du ihre Konfiguration änderst. Level 1 Pistolenkonfiguration ändern. So von Kunden gewünscht ändern. Ja, ist okay. Der Kunde will das da. Montieren. Ach so, da muss ich jetzt demontieren. Kann ich näher ranzoomen? Ach so. Oh, das ist ja wirklich sehr exakt, oder? Kann mit einem Lappen gereinigt werden. Was muss ich denn jetzt machen? Waffe zerlegen. Du musst das Gewehr oder die Pistole in seine Einzelteile zerlegen, um es zu bearbeiten. Die Griffsicherung. Halte zum Löschen. Sollte ich nicht erst einmal das Magazin raustun? Oh, die ist komplett frei bewegbar, die Kamera. Ist ja heftig. Muss man erst einmal klarkommen. Halten. Die Feder kommt raus. Die müssen wir wahrscheinlich reinigen. Ach ja, gebrochen. Das ist nicht mehr zu reparieren und muss verschrottet werden. Okay. Was ist damit? Ist gut. Das ist gut. Den da müssen wir abbauen, oder? Demontieren und inspizieren. Ja, das will ich ja machen. Okay, irgendwie. Ich mache das wahrscheinlich falsch. Ich muss das erst einmal dahinter kommen. Das da müssen wir. Zack, weg damit. Unbekannt. Man muss es demontieren. Das ist ja wie beim Car Mechanic Simulator, wo du wirklich jedes einzelne Teilchen zerlegen kannst. Halte zum Löschen. Okay, das Ding ist in gutem Zustand. Okay. Das ist in einem guten Zustand. Da muss da vorne irgendwas gemacht werden. Das ist gut. Das ist auch gut. Demontieren und inspizieren. Wow, okay. Wahnsinn, wie viele Einzelteile das es da gibt, ne? Kann mit einem Lappen gereinigt werden, okay. Das werden wir wahrscheinlich dann hier machen müssen. Das Teil ist gut. Der Bolzen anscheinend auch. Was ist das da? Das ist schmutzig. Das haben wir alles, okay. Ah ja, das da. Gut. Das da war es noch. Und dann da oben auch nochmal. Das ist auch gut. Unbekannt. Bolzen raus. Und das Teil raus. Okay, das muss gereinigt, gebrochen. Okay, das muss ersetzt werden. Das da wahrscheinlich auch. Gebrochen, nicht mehr zu reparieren. Ja, ich will das demontieren, aber es geht irgendwie nicht. Kamerageschwindigkeit. Warte mal, kann ich die ein bisschen erhöhen? Oh ja. Das ist doch schon mal um einiges besser. So. Ausgeladener Modus. Vollständig demontieren. Okay. Ah, der Abzug. Okay, gut.
Komisch, von der Seite geht's jetzt. Das muss wahrscheinlich gereinigt werden. Schmutzig. Halte zum Löschen. Moment, ich will das Teil sehen auch irgendwie. Ach, das ist hier innen drin versteckt. Ich denke mal, dass die Bolzen automatisch dann wieder angefügt werden. Wenn ich das zusammenbaue. Okay, das ist gut, das ist gut. Boah, da kann man ja wirklich jedes Einzelteil machen. Das ist ja krass. Schmutzig. Gut. Was fehlt jetzt noch? Da oben noch? Also beim Auto habe ich mich dann irgendwann bei dem Car Simulator Dings Mechanic, da habe ich mich dann irgendwann ausgekannt. Da wusste ich dann irgendwann, wo was ist. Hier kenne ich es halt überhaupt nicht. Da leuchtet doch irgendwas grün auf, immer wieder, wenn ich drüber gehe. Hier. Ist irgendwie eine Feder oder sowas? Ist gut, ist gut. Da haben wir noch was. Auch gut. So. Gehen wir mal ein Stück weg. Jetzt irgendwas mit... Hier, halte zum Löschen. Das Teil ist gebrochen. Achso, ja, das ist wohl das. So, die Rückstoßfeder. Okay. Dann der Abzug. Das da. So viele Kleinteile, ne? Wahnsinn. Das schaut nicht sehr gut aus. Auch gebrochen. Das ist schmutzig. So, der Abzug. Das ist da oben. Der ist gut. Und Korn. Ah, da wenn ich draufklicke, dann... Okay, jetzt ist es quasi komplett zerlegt. Und wenn ich es dann zusammenbaue, habe ich noch 5 Teile übrig oder so. Kaputt. Hammerstrebe. So, was kann ich jetzt machen? Teile reinigen. Einige Teile sind schmutzig. Reinige sie mit einem Lappen. Teile kaufen. Es fehlen Teile. Geh zum PC und kaufe ein neues Teil. Okay, jetzt ist nur die Frage, ob ich das dann irgendwie angezeigt bekomme. Gold, linke und rechte Seite fehlen. Hm? Kaufe neues Exemplar. Rechter Griff, schmutzig. Achso. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das irgendwie nimm zum Interagieren. Klicken zum Ablegen. Rechtsklick zum Drehen. Umschalten, interagieren, schwenken, halten. Klicke zum Ablegen. Also gut, das brauchen wir jetzt nicht. Dann müssen wir quasi jetzt die Teile kaufen. So. Gucken wir doch mal. Schaft, Lauf und Teile. Ah ja, hier steht's. Hier steht's, hier steht's. Kann ich das an... Einkaufsliste bleibt offen. wir brauchen eine Hammerstrebe. Ich gucke jetzt mal, ob ich das so finde. Wahrscheinlich nicht. Klemmen, Klammern, Kammern. Feder des Kolbens. Oh Gott. Ich denke, das muss ich eingeben. Das muss ich hier eingeben am besten. Hammer. Strebe. Jawohl, ist im Einkaufswagen. Wunderbar. Magazin. Feder. Das war... keine Ahnung. Welche ist es?
Luga, Makarov. Also ausgeschaut hat sie eigentlich wie die hier, aber das ist für eine Uzi. Das ist für eine Mauser. Das da? Okay, nee, kann ich die wieder raustun? Nee, zurück zum Shop. Moment, die will ich löschen wieder. Jetzt, okay, gut. Ich tue jetzt mal die Federn reinschmeißen, weil es steht hier nichts weiter da, ne? Magazinfeder. Also warte mal, kann ich das nach Waffentyp? Ah, Pistolen. Danach kann ich es sortieren, ne? Ist ja schon mal einiges weniger. Die fallen weg. Ich glaube, das ist eher dann die Glock, oder? Auch nicht. Der Colt M1911, da steht es doch laut und deutlich. So, die da kommt wieder weg. So, dann haben wir linke. Na, komm, jetzt. Linke Unterschiene. Das ist dann die hier. Und die rechte Unterschiene, untergebaute Schiene. Hier. Den Griff könnte man natürlich auch kaufen, aber den braucht man nicht. So, dann brauchen wir die Abzugsstückfeder. Abzugsstückfeder. Colt M11. Jawohl. Und dann noch die Schlagbolzenfeder. Schlagbolzenfeder, da ist sie doch. Zack. So, und dann haben wir noch den Handfeuerwaffenlaser. Ob der da ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Den müssen wir bei dem anderen Ding kaufen. Also, können wir mal das da kaufen? Okay. So, und dann gehen wir auf die Nachrüstung. Laser. Handfeuerwaffen. Laser. Das müsste ja dann der das sein, ne? Kaufen. Ja. Okay. Damit haben wir das dann auch abgeschlossen. Wunderbar. Wir können raus. Was ist da jetzt? Klicke, um in den Reinigungstisch zu arbeiten. Ja, machen wir. So, der rechte Griff. Bestätigen. Oder alles wahrscheinlich, ne? 4 Stück ausgewählt. Bestätigen. Klicke, um Putzlappen aufzunehmen. Jawohl, nehmen wir. Ah, und da drehe ich jetzt mit den Tasten. Okay, Dankeschön. Das ist toll gemacht, muss ich sagen. So, dann haben wir noch den Schlagbolzen. Und der Abzug. Reinigung beendet. Wunderbar. Dankeschön. Vorläufig verlassen. Neue Fähigkeit Wartung. Auch eine funktionierende Waffe sollte gereinigt und geölt werden. Alles klar. So, nimm die Teile. Packen Sie das Paket mit allen Teilen aus. Drücke, um an dem Montagetisch zu arbeiten. So. Fehlt. Ach so. Das muss ich wahrscheinlich erstmal hier annehmen. Hier. Teile aus der Verpackung entnehmen. Und das da auch. So, was ist hier nochmal? Ohne Waffe kann man hier nicht arbeiten. Alles klar. Du musst Holzbearbeitung lernen. Cool. Gibt es hier auch irgendwie ein Metallbearbeitung. Naja, klar, braucht man ja, ne, um Sachen nachzuschleifen. Fräsen. Wow. CNC-Fräse. Ohne Waffe kann man hier nicht arbeiten.
Ah, das ist quasi, das sind solche Gestelle, wo man die Waffe einspannt. Der Prozess des Ausrichtens des Laufs und der Visiere einer Schusswaffe, indem man auf einen Punkt durch den Lauf zielt und die Visiere auf denselben Punkt einstellt. Krass. Okay. Dann bauen wir mal das Ganze zusammen. Teile auf den Tisch legen. Neue Teile müssen auf den Montagetisch gelegt werden. Habe ich die dann irgendwo? Geh doch mal da drauf. Kaufe. Nimm, interagieren durch, schwenke, vorläufig verlassen. Ich muss ja das irgendwie die neuen Teile dann. Gibt es eigentlich ein Inventar? Nein. Und wo sind die neuen Teile? Oh, da kann man die Fähigkeiten bearbeiten. Fertigkeiten, verbringe Erfahrung, um dein Handwerk zu verbessern. Kenntnisse über bestimmte Waffen erleichtern den Umgang mit ihnen. Wenn du an einem Waffenmodell arbeitest, wirst du es immer beherrschen. Es ermöglicht es dir besondere, keine Ahnung, Erfahrungen zu sammeln. Okay. Rücken. Fertigkeiten. Okay, null verfügbare Punkte, aber das ist schon mal schön. Reinigungsfähigkeit, Rustblaster, Chemie. Wow, okay. Was haben wir hier? Klicke, um in sicher zu arbeiten. Du hast keine Waffen im Safe, alles klar. Ah, mit Rechtsklick muss man raus. Holzbearbeitung. Okay. So, Teile auf den Tisch legen. Es gibt Teile, die auf den Montagetisch gelegt werden müssen. Die Hammerstrebe. Nimm zum Interagieren. Das ist nicht mehr zu reparieren. Wähle das Teil aus, das du ersetzen willst. Die Hammerstrebe. Okay. Ah, so geht es. Okay. Ultra interessant. Also ich weiß jetzt schon, dass ich hier einige Stunden verbringen kann in dem Spiel, weil mir gefallen solche Detailsachen. Jawohl, damit haben wir alles abgeschlossen. Dann vorbereiten zum Einölen, Lappen zum Einölen aufheben. Ach, der hier. Ach so, ich hätte den. Ja, ist okay. Ich muss den da quasi nehmen. Klicke, um den Lappen aufzunehmen. Teile, die geölt werden müssen. Trocken. Dünne Ölschicht auftragen. Ach, wunderbar. Das geht so. Irgendwie, ach, das ist dieser Pfeil, den man da sieht. Das ist ja, ich habe jetzt die ganze Zeit auf die Hand geachtet von diesem Symbol hier, ne? Da ist ja eine Hand, ein Lappen und dann so ein Pfeil. Und der Pfeil muss auf das Teil drauf. Das muss man auch erst einmal checken. Ja, es gibt natürlich die Meister, die wissen das dann schon von vornherein, was sie zu machen haben, wenn sie das erste Mal das Spiel starten, ne? So, hui. Jetzt ist mir die Waffe explodiert. So, und jetzt halt natürlich auch wieder zusammenbauen. Also, das Schöne ist, das hat mir auch beim Car Mechanic Simulator gefallen. Immer wenn du auf ein Teil gehst, welches nicht nutzbar ist, wird es in Rot angezeigt und alle anderen werden in Grün angezeigt. Das heißt, wir können die Teile eins nach dem anderen reinstopfen oder zusammenbauen. Okay, ich kann sogar den Griff den einen schon dran machen, ne? Manchmal ein bisschen zu nah, ne? Aber dann geht ja der Zusammenbau echt easy, ne? Muss ich sagen. Ich kenn's bloß nicht so hundertprozentig.
Also, weil ich immer irgendwie ein bisschen verschoben bin und dadurch die Optik so ein bisschen verschoben ist. Aber es schaut schon krass aus, ne? Ja, mal, kann ich hier ein schönes Bild machen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Weil dieses ganze Fenstergedöns hier eingeblendet ist. Kann ich das ausblenden? Oh, das kann ich ausblenden. Kann ich das da ausblenden? Nee, das geht nicht. Muss natürlich ein schickes Bild sein. Dankeschön, das passt mir. So, machen wir weiter. Ich will die auf jeden Fall noch zusammenbauen, aber später habe ich dann keine Chance, das nochmal zu machen. Ja, gut, ich könnte ein neues Spiel anfangen, ne? Aber das ist ja auch ein Quatsch, wenn ich nur wegen einem Bild ein neues Spiel anfange. Und vor allem, ich kenne mich, dann kann ich wieder nicht aufhören. Weil ich mir dann denke, es hat ja nichts mit dem angezockt zu tun, ne? Dann kann ich mit Q und. Nee, damit kann ich nichts machen. Im Grunde schnell zusammengebaut. Wenn ich nicht zu viel rumfuhrwerken würde, dann hätte ich die Waffe wahrscheinlich schon längst fertig. Ich finde es gut, dass das dann auch gleichzeitig ranzoomt. Wie kann ich denn das sonst noch drehen? Das geht nur hier, ne? Was haben wir hier? Okay, dann kommt das da. Kommen wir den Bolzen rein. Achso, jetzt muss erst das da drauf. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre irgendwie am Schluss oder so. Das ist die Kimme. Ja, und wenn das so eben so angesetzt ist, dann sehe ich manchmal nicht, ob das Teil jetzt schon dran ist an der Waffe oder nicht, ne? Jawohl. Nein, das da. Rein damit. Und dann der hier. Wow, Montage komplett. Beenden Sie die Arbeit und nehmen Sie Ihre Waffe. Arbeit beenden. Neue Fähigkeit, Konfiguration, Wechsel der Varianten innerhalb derselben Waffenmodells. Cool. So, dann musst du hierhin. Okay, klicke, um den Anpassungstisch zu arbeiten. So, Waffe anpassen. Du musst die Aufsätze der Waffe wechseln. Montieren Handfeuerwaffenlaser. Ah, da ist er. Halte zum Hinzufügen. Anpassung abgeschlossen. Okay, Arbeit beenden. Neue Fähigkeit Anpassung. Und jetzt hat. An den Kunden zurücksenden oder im Schießstand testen. Jetzt können Sie die reparierte Waffe an den Kunden zurücksenden oder auf dem Schießstand testen. Okay, was ist das da? Prüftisch arbeiten. Das ist dann zum Versand. Öffnen des LKWs, okay. Ach, da kann ich dann. Okay. Da kann ich die Waffe quasi reintun. Das ist ja krass. Dann einfach wieder nehmen. Wenn du eine Waffe im Einsatz testen willst, musst du sie erst in deinen Truck laden. Ah, okay. Ja, würde ich schon sagen, dass wir das machen, aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. So, klicke zum Öffnen und. Oh, nice. Klicke zum Fahren. Okay, das machen wir wie gesagt dann beim nächsten Mal. Also ich finde es ultra interessant. Ich mag solche Spiele. Also wo ich so viel Detailsachen habe. Macht echt Spaß. Ich bin mal gespannt auf eure Reaktionen. Lasst mich gerne wissen.
in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Geplant sind auf jeden Fall wieder so 5 bis 7 Parts, würde ich jetzt mal behaupten, bei dem Spiel. Vielleicht werden es auch 10 Parts. Mal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf eure Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.